Ach, ich hätte mir von der Dämonengestalt gedacht, dass ich ein bisschen. Ach, ich verliere. Ah, okay, ja. Ich habe mir schon gedacht, dass es irgendeine Voraussetzung gibt, aber ich habe auf meinen Mana geguckt und nicht auf meinen Lebensbalken, als ich mich verwandelt habe. Gut, jetzt wissen wir's. Schämen Sie sich nicht, Erlöschner. Bla 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 bla. Ich Dämon, Dämon tot alles. Bla 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 bla. Und du auch. Aber du lebst noch. Das finde ich gar nicht gut. Du lebst auch noch. Finde ich auch nicht gut. Stirb! Ich fühle mich so Okay. schwach. Ja, meine Kräfte sollen dir gehören, aber sie haben ihren Preis. Du musst vorsichtig sein, wenn du sie benutzt, mein Prinz. Andere werden dir misstrauen. Sie verstehen das nicht. Ja. Andere verstehen nicht, wenn man sich in einen tödlichen Dämon einfach mal ganz Leuchtet kurz mir ein. verwandelt, der einen töten will. Das kann ich nachvollziehen, ist nicht gerade Aber es hat soziales sich gut Miteinander. angefühlt, oder? Ja. Dämonenverwandlung, gut. Da irgendwas sein. Nö. Dumme Mensch. Kann ich noch treten, ist Dumme jetzt die Mensch, die sind Frage. auf Insel. Ja, ich Dumme kann auch Menschen treten, töten okay, das lauter wäre Drachen. wichtig. Jetzt frage ich mich gerade, hätten die Entwickler es nicht einbauen können, so eine Möglichkeit, Aratrok zu verschonen, sag ich mal? Dann hätten die Orks einen hier vielleicht durchgelassen, also auch aus, ja, wohl Ehrgefühl, für Ehrgefühl, den Anführer nicht töten, passt auch wieder nicht ganz so zusammen. Na gut. Oben steht eine Wache, die kann mich aufgrund meines Schleichenskills zum Glück nicht sehen. Zumindest jetzt noch nicht, aber es ist ein Bogenschütze, das heißt, ich müsste darüber stürmen und ihn besiegen, um eine Chance zu haben, wahrscheinlich. Ich glaube, VX war es, ne? Ja, ich kann mich um die Ecke sehen. Na gut. Ich wollte gerade fragen, ist der Typ in den Tod gesprungen? Aber nein, er ist hier auf diese kleine Kante gesprungen. Ja. Macht mir zu viel Schaden. Das liegt am hohen Schwierigkeitsgrad. Die Orks machen halt immer noch ihren relativ hohen Schaden und ich muss mich sofort zurückverwandeln, wenn ich einen besiegt habe, da ich Lebenspunkte zurückbekomme, wenn ich einen im Kampf besiege. Warum Menschen? Warum Menschen kommen auf Inseln? Warum Menschen töten Aratrok? Ist der allein und redet mit sich selbst? Ich dachte gerade, der hat erst einen Kollegen neben sich stehen, mit dem er am Schwafeln ist, aber nö. Der hat mich schon gesehen. Ja, und jetzt will er abhauen. Das hat mich gerade getroffen. Kannst du mal runterfallen, bitte? Ich meine, ich kann mich auch in Dämon verwandeln. Und draufhauen. Ja. Nicht, das klappt nicht ganz so gut. Ich glaube, ich habe die Dämonenform damals auch nie wirklich gemocht. Weil man wird halt nicht wirklich viel mächtiger dadurch. Das ist das Problem. Ich habe Nahkampfangriffe, die ich benutzen kann. Das war's. Dasselbe konnte ich mit meinen Dolchen und das besser. Weil die Dolche haben die Orks, sag ich mal, sozusagen im Zaum gehalten und zurückgestoßen. Mit dem Schwanzangriff, den ich hier mache, klappt das. Ja, gut, sagen wir mal, das hat jetzt gerade so funktioniert. Ich habe eine erhöhte Reichweite mit dem Dämonenschwanzhieb, aber wenn sie mir trotzdem vorher noch einen Schlag reinhauen, ihr seht meine Gesundheit unten links. Also, meine Ausrüstung wäre mir um ein Vielfaches lieber als die Dämonenform gerade. Ich glaube, die müsste aber jetzt langsam mal hier irgendwo auch auftauchen, meine Ausrüstung. Ich meine, wie lange wollen sie mich ohne rumlaufen lassen? Keine Orks in Sicht, bis jetzt. Nee, das sind nur Blutspuren. Was ist das da? Hunde, die am Fenster vorbeirennen. Sehr gut. Das sieht so ein bisschen kaputt aus. Irgendwie nicht ganz originalgetreu oder so. Ach nö, die Tür ist zu. Komme ich irgendwo alternativ durch? Ja, da oben ist ein Weg. Das heißt, ich muss einmal außen rumlaufen anscheinend. Ja, Baldur's Gate bin ich auch noch nicht mehr so ganz hinterher.
Aber tu dir nicht dieses extra Add-on an, was er dazu programmiert haben. Was nochmal? Nee, ist nicht Siege of Dragonspear, oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Das haben sie in den Tests verrissen. Das ist eine Beleidigung für Baldur's Gate. Haha, ich kann Spinnen zertreten. Ich habe keine Angst mehr vor euch. Ladida. So, haben wir jetzt hier noch einen Ork oder nicht? Nö, sieht nicht so aus. Okay. Ich brauche erst meinen Rucksack, bevor ich jetzt. Ach ja, stimmt, Rucksack zuerst finden. Wo ist denn das Ding? Truhe? Ah. Ohne das bin ich mir nackt. Gott im Himmel. Sich nackt vorzukommen, daran ist nichts falsch, mein Lieber. Wenn man nackt vorkommen mit deiner Dämonenform gleichsetzt, dann doch, da ist einiges falsch dran. Alles wieder in den Leisten drin. Oh Gott sei Dank, alles noch in Ordnung. So, jetzt nehme ich mal wirklich einen Lebenstrank, um direkt voll zu sein. Ich habe keinen Bock zu warten. 7 Punkte. Ich könnte ein paar mehr Lebenspunkte kaufen. Wie viel habe ich gerade? 50, das Ding erhöht auf 60. Für 4 Punkte 10 Gesundheit? Nicht wirklich wert. Giftwiderstand lohnt in keinem Fall. Regeneration von Lebenspunkten ist auf jeden Fall nett, aber auch nicht super. Wenn ich bedenke, wie viel Zauber, wie viel Bezirzen ich zwischendurch benutze zum Beispiel oder einen Heilzauber, könnten wir auf Mana-Regeneration gehen als einziges übriges Talent. Müssten allerdings dafür magische Affinität vollskillen. Wird auch ein bisschen knapp, glaube ich. Stärke werde ich nicht weiter hoch treiben, weil es die Punkte nicht lohnen, meiner Meinung nach. Die 2 reichen fürs Erste. Glückstreffer auf keinen Fall, Adrenalin auch nicht. Schilde benutzen brauchen wir auch nicht. Ja, nochmal später. Solange das Spiel läuft. Siege of Dragonspear habe ich doch den Namen richtig im Kopf gehabt. Ah, kann schon wieder nicht durch. Ach. Ja gut, es ist, ich sag mal, es war vielleicht kein schlechtes Add-on, aber es war dem Spiel, wie du sagst, nicht würdig. Das Geld nicht wert, nicht würdig für ein Baldur's Gate. Hier lang kann ich noch gehen. Oh Gott, Leute, ich habe meine Ausrüstung wieder. Und ich... Okay, habe ich genug? Jetzt fehlt mir ein verfickter Punkt für Einbrecher, um die Truhe aufzumachen. Ich könnte kotzen. Ah, das nur, weil ich den Ausdauerskill gekauft habe. Mist, verdammter. Jetzt hätte ich ihn wirklich spontan mitgenommen. Einfach nur deswegen, aber gut. Ich muss doch hier irgendwie durchkommen. Oder muss jetzt zurückgehen, einen anderen Weg finden. Das kann auch sein. Hier war doch sonst nichts, ne? Ganz so weit zurückgehen muss ich eigentlich nicht. Das weiß ich noch. Glaube ich. Wir gehen mal ganz kurz zurück und schauen noch, ob ich irgendwas vergessen habe. Vielleicht kann ich jetzt irgendwo einen Schlüssel finden, den ich jetzt einstecken kann, denn Saret kann ja sicherlich jetzt, wo er seine Tasche wieder hat, auch einen Schlüssel mit sich rumtragen. Dafür braucht man ja keine Hände, sondern einen Rucksack. Wissen wir ja alle aus dem Real Life. Ich glaube nicht, dass er am Leichenhaufen liegt, dann hätten die Orks sich nämlich selbst eingesperrt. Na schön, wahrscheinlich bin ich nur wieder ziemlich blind und sollte einfach vorwärts gehen. Den Heiltrank da unten zu holen, der in diesem kleinen Versteck war, es lohnt sich sowieso nicht. Ist das Wasser da unten tödlich? Ich meine, Wasser ist in dem Spiel nämlich eigentlich nicht tödlich. Da drüben ist eine Leiter. Geronimo! Gut, ich habe richtig geraten. Hier kann man nämlich raufklettern. Ha! Spiel will tricky machen, will mich reinlegen. Böses Spiel. Komme ich jetzt rauf oder ran? Und noch höher. Oh, nein, nicht klettern, Saret. Und dann da. Oh Gott, Leute, wo kommen wir hier hin?
Ist das der geheime Weg, um hier oben den Ork zu überraschen? Okay, muss zugeben. Hätte ich das gewusst, dass man hier so einen Hinterhalt starten kann, ohne ihn direkt über die Brücke anzugreifen, dann ist das einige Lebenspunkte wahrscheinlich gespart. Ist eine nette Sache, aber nee. Wie soll man denn darauf beim ersten Playthrough kommen seit 10 Jahren oder sowas? Der Commander Keen-Weg. Also ich habe noch keinen Pogo-Stock mit Sareth hier. Das kann's nicht sein. Wäre aber verdammt cool, so auf Sarets Dämonenschwanz durch die Gegend hüpfen. Ich und mein Pogo-Stick. Kann ich da rüber springen oder sowas, wenn ich in Dämonenform bin? Machen wir ein Quicksave. Also zumindest kann ich rüberspringen über dieses Tor hier. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war von den Entwicklern. Ja, vielleicht mit einem Seilfall da hochschießen. Aber gut. Auch mal eine andere Art, die Türen zu umgehen. Frage. Haben wir demnächst jetzt mal wieder Oxy-Woxy? Weil hier steht schon wieder so ein Stachelgitter an der Wand. Und Oxy-Woxys töten ist doch immer eine kleine Herausforderung, wenn sie nicht gerade an der Kante stehen, runtergekickt werden. Dem Orks Aratrok begraben. Wenn Aratroks Mörder tot. Ja. Aratroks Mörder sicherlich tot. Und jetzt kämpft ihr erstmal auf Leben und Tod. Das hat man davon, wenn man Orks befiehlt, einen Schrein zu bewachen. Jeder Aspekt Aschers müsste klüger sein. Nicht unwahr, das stimmt. Kann ich den jetzt ausschalten, während er da gerade so schön steht? Bevor er sich wieder zurückentscheidet. Oh, verdammt. Ich. Sein Kollege hat nichts gehört. Gut. Noch so eine Truhe. Also wenn jetzt nicht nachher ein Ork hier rumläuft mit dem Schlüssel zu diesen zwei Truhen, dann wäre das ziemlich fies. Nein, er hat mich nicht gesehen. Er schwingt nur seinen Hammer. Wir können doch endlich mal wieder eigentlich einen kleinen Stealth-Kill hinlegen, oder nicht? Ja. Müssten wir doch schaffen, hoffe ich mal. Ah, wunderbar. Ich glaube, das Flammenschwert haben wir schon, ne? Ja, Erdfeuerschwert. Also... Ich glaube nicht, dass es jetzt Sinn macht, hier nochmal den Schmiedemeister zu spielen. Ich glaube, wir kriegen dasselbe Schwert nochmal raus. Klinge. Er hat wirklich noch eine Klinge hier liegen gehabt. Wahrscheinlich gleich erhitzen kann. Will mal gucken, was aus der Klinge rauskommt. Vielleicht das geheime Orkschwert. Das Orkschwert. Haben wir jetzt zwei Klingen im Inventar? Wieder nochmal. Ich glaube, hier oben? Nee. Da, zwei verschiedene. Okay. Also registriert das Spiel wenigstens, dass ich zwei verschiedene Klingen im Inventar habe und wahrscheinlich zwei verschiedene Schwerter rauskommen dabei. Das ist doch mal nett von dem Spiel. War das ein Hammer, oder? Ja. Nicht du, du bist kein Hammer. Vielleicht bist du der Hammer, aber nicht ein Hammer. So. Klinge in Form. Und wo ist der? Da. Ja, das ist das zweite Erdfeuerschwert, das kennen wir ja schon. Und die andere Klinge muss ich auch einfach nur fertig machen? Ne, die registriert das Spiel offenbar nicht. Ich kann sie weder erhitzen, noch einen Schwertgriff dran basteln. Ja, die Rollenspiele, wo man eine gute Party zusammenkriegt, die auch ein bisschen ihre Meinung sagen. In so Spielen wie Baldur's Gate, Mass Effect und vor allem auch Dragon Age, finde ich auch, sind einige der besten. Warum Nanosch sagen Zyklop hungrig? Zyklop zu Nanosch und Gurda nach oben sehen. Zyklop immer nach oben sehen, wenn Zyklop hungrig wäre. Nanosch und Gurda zu zäh für Zyklop. Ja, belustigt ihr euch mal. Oder bessere Idee. Kloppt euch mal gegenseitig den Schädel ein. Das hat aber lang gedauert. Och nö, nicht noch ein Zyklop. Zyklop in Gefangenschaft.
Ich bin beeindruckt. Wahrscheinlich bewacht er den Ausgang. Toll. Yay, wir haben noch einen Zyklopen gefunden, Leute. Na gut, der letzte war jetzt nicht der schwerste, von daher hoffen wir mal, dass es hier ähnlich aussieht. Hätte ich... Warte mal, kann ich den Blitzdolch jetzt benutzen oder was für ein Talent braucht das nochmal? Nahkampf 2. Nee, das lohnt sich nicht. Ich werde ihn eh mit dem Bogen ins Auge schießen, dann den Todesstoß machen mit dem... Ja, mit den Dolchen. Na, das mit Mass Effect stimmt allerdings. Dragon Age Origins, wenn irgendjemand eine Empfehlung haben will, mit allen DLCs, da habe ich Stunden reingesteckt. Kann ja auch wieder Seilpfeile spannen und dem Typen vielleicht so ein bisschen aus dem Weg gehen. Solange er mich nicht sieht, kommt ja noch kein Kampf. Aber das gilt auch, wenn ich mich hier langschleiche und nicht so viel Klatsch-Klatsch-Geräusche mache. Da oben glänzt irgendwas, das scheint ein Secret zu sein. Treffen nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man diesen Zyklopen hier einfach überspringen kann. Muss ich dann zielen, damit es trifft? Höher. Der hat mich gesehen, definitiv. Da frage ich gar nicht erst nach. Warte mal, da hängt irgendwas. Au! Hier. Friss das. Ich bin dabei, Xana. Lass mir doch mal ein bisschen Luft zum Atmen. Kann ich hier noch irgendwo so einen Trick machen? Hier, sowas da. Nee, anscheinend nicht. Iep! Ich renn von Zyklopen weg, Zyklopen weg, Zyklopen weg. Ich renn von Zyklopen weg. Das macht mir nicht so viel Spaß. Hiep! Ich hab auch nicht unendlich Ausdauer dafür. Mjor, ne? Leute, habt ihr heute noch was vor? Der war nicht schlecht. Das war nicht so gut. Dann kommen wir den Mücken hier lang geflogen, verdammt nochmal. Darin, du könntest den Bogen auch mal ein bisschen schneller spannen. Es ist schwierig zu zielen, wenn ich die ganze Zeit weglaufe. Ah, der schon auch getroffen zu haben. Ich habe hier keine weiteren Möglichkeiten, die Umgebung gegen den Kerl auszunutzen, wie es aussieht. Ich sehe hier sonst keinerlei Sachen, die ich zerstören könnte. Ah, da gerade zu. Oh, oh, oh! Meine Kill! Mein Kill! Na? Hat das gereicht? Sieht so aus. Na? Wundervoll, einen Zyklopen zu töten. Diese Macht. Mein wundervoller Sarit. Du bist ein würdiger Erbe deines Vaters. Und auch ein würdiger Nachfolger. Fürs Protokoll, ich habe gerade keinerlei Skillpunkte dafür bekommen, dass ich diesen Zyklopen getötet habe. Ich habe gerade eben nochmal ganz schnell geguckt, aber wir haben keine Quest dafür gehabt. Also gab es dafür auch keine Punkte. Es ist wirklich so. Gegner töten, auch wenn sie solche Riesenviecher sind, ist nicht immer sofort nützlich. Oh Gott, ist das schon wieder hell. Ich will doch nur einen kleinen Pfeil da hochschießen, wenn es geht. Na gut, dann wir klettern erstmal rauf und gucken, ob ich da irgendwo hinkomme. Wenn ich nicht geredet hätte während des... wenn das jetzt nicht ein Stream wäre, sondern ein Let's Play, ich hätte auch die Benny Hill Musik eingespielt, ganz ehrlich. Da glänzt irgendwas. Das heißt, ich muss hier noch... Da ist noch ein Pfeiler, den kann ich benutzen zum Verschießen. Das war knapp. Da können wir noch was dran schießen. Wenn Sarit schießen würde in die Richtung, wo ich sage. Jawohl, sehr gut. Ich hoffe, das reicht. Dann muss ich wieder runterklettern. Na, perfekt. Brauche ich gar nicht rüberspringen.
Da liegt irgendwas. Ein geheimer Bereich mit... Ja, das hat sich doch mal gelohnt. Die Gewandung des Meisterdiebs plus 2 Rüstung und verbessert meine Verstohlenheit. Diese Kleiderstücke sind aus weichem schwarzen Leder, das bei Bewegungen kein Geräusch verursacht. Im Kragen ist ein scharlachrotes G eingestickt. Jetzt dürfen die Profis unter euch wissen, mal verraten, wer ist dieser G? Es ist nicht Dr. G, Punkt. Es ist nur G. Also gibt es irgendeinen legendären Meisterdieb in diesem Universum hier, weil ich kenne nur die Schattendiebe von Arm und das war ja Forgotten Realms und nicht hier Might and Magic. Eine neue Rüstung. Und er hat mir meine alte nicht mehr ausgerüstet. Ich bin gerade die ganze Zeit ohne Rüstung umgelaufen. Oh yeah. Leute, nicht runterfallen, Sarat. Oh yeah. Moment, ich will ins Licht zurückgehen und mal gucken, wie dunkel die Rüstung im Vergleich zu meiner alten ist. Ist da noch irgendwas am Leuchten? Nee, sieht nicht so aus. Soll ich mal hochklettern? Na, das ist nur der Trank, der bleibt da liegen. Okay, wenn ich den Trank von hier aus sehen kann, müsste ich auch da oben andere Sachen sehen können. Brauchen wir nicht nachsehen. Kostet ja nur Zeit. Wenn wir gleich mal auf einen neuen Levelabschnitt stoßen, Leute, dann machen wir für heute Feierabend, würde ich sagen. Wie gesagt, wegen Festplatte. Licht. Ich wollte ins Licht. Nehmen wir mal die Fackel hier. So, ja, das sieht gut aus. Unterschied zur alten Rüstung. Sieht, glaube ich, genau gleich aus, nur, jo, die ist dunkler. Damit können wir auf jeden Fall jetzt um ein Vielfaches besser schleichen nochmal, glaube ich. Also wir sind jetzt wirklich, Gegner können uns ins Auge gucken und mit uns Schach spielen und sie würden uns trotzdem nicht bemerken. Die würden mit Geistern Schach spielen oder so. Ich meine, wir müssen da rauf. Ah, okay, ich muss doch wahrscheinlich da lang. Nämlich den ganzen Abschnitt rüber, um dann dort hoch zu klettern. Gut, das kriegen wir hin. Dann klettern wir nochmal hoch. Die Mafia der Schwertküste, das ist eine coole Bezeichnung. Ich fand es nur schade, dass im ersten Neverwinter Nights, oder nee, im zweiten Neverwinter Nights, falls einer von euch gespielt hat, ich brauche da wirklich mal eine Meinung von euch, kann es sein, dass die meisten Prestigeklassen da ziemlich blöd sind? Ich meine, ich fand die Prestigeklassen im Neverwinter Nights 1, als die reingemacht wurden mit Arcana Bogenschütze und Drachenjünger oder wie das hieß, die fand ich richtig geil. Die waren alle so komplett andersartig. Aber wenn ich mir zum Beispiel sowas angeguckt habe, wie ich glaube der Arkane Gauner oder sowas in der Richtung oder Magierklinge, wie die hießen, die hatten ja nur irgendwelche komischen Bonusfähigkeiten auf bestimmte Talente statt wirklich ganz neue Sachen und ich habe das nie so richtig verstanden, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das nur an mir lag oder ob das Spieldesigner so ein bisschen hinterherhängen. Einige Sachen haben mir da nur Kopfzerbrechen bereitet, was das sollte. Manatrank, du liegst im Weg. Na, ich komm rauf, ich komm rauf, ich komm fast rauf. Okay, ich komm rauf, passt. Okay, Arcane Scroll of the Candle, das kenne ich auch noch irgendwo her. Mal hier rüber zu kommen. Okay, also wenigstens bin ich nicht der Einzige mit der Meinung mit den Prestigeklassen. Den Teil 1, das war wirklich die Basis und danach haben sie dann irgendwie nur, glaube ich, so als Feature versucht, noch neue Klassen einzufügen, die dann halt nicht die Erwartungen erfüllt hätten, wie die, die davor schon da waren. Sagen wir es mal so. Da. Das ist ein weiter Sprung, Leute. Ich hoffe, ich bleibe jetzt nicht ganz am Seil da hängen. So wie jetzt. Oder jetzt. Ja, da waren keine Planken mehr. Na gut, vielleicht schaffe ich es ja trotzdem von dem Seil hier aus. Das Ding da ist ja relativ lang. Jawohl, wunderbar. Das ist eine coole Möglichkeit, hier den ganzen Weg hochzuklettern, dass man sich hier die Wand entlang hangeln muss und so weiter. Kann ich darauf? Ja, kann ich. So, und jetzt müsste ich doch vielleicht... Hätte man von hier oben auch einfach auf den Typen schießen können? Das wäre auch ziemlich krass gewesen. So leichte Unbesiegbarkeit an der Stelle hier. Aber wo muss ich jetzt lang? Ich glaube, ich kann hier hochklettern, oder? Oder vielleicht als Dämonen-Saret da hochklettern? Das wäre auch möglich. Oder vielleicht da irgendwo drauf schießen?
Nee, das Seil kommt nicht weiter runter. Ich kam mir gerade so clever vor, als ich hier hochgekraxelt bin, aber jetzt nicht mehr so wirklich. Ich glaube, ich muss von der Erhöhung darüber springen. Das heißt, ich muss... nicht so weit rutschen, Sareth. Ich muss nochmal an das Seil hier versuchen, hier hochzukommen. Weiß ich nicht. Ich habe die... Ich muss sagen, die Neverwinter Nights, also die Kampagne von Neverwinter Nights 2 hat mich... Okay. Hat mich merkwürdigerweise nicht so gepackt wie das erste. Und ich weiß gar nicht mal, warum ich die erste Kampagne so gut fand. Weil ich würde es nicht bereuen, ich bereue nicht, dass ich Let's Play da. Vielleicht als erstes Projekt war es nicht gerade die beste Idee, das gebe ich zu, allein schon wegen der Länge. Komme ich nicht rauf. Jetzt bin ich verwirrt. Aber ich habe einfach nochmal so geguckt von wegen, wenn ich jemals nochmal weiter Neverwinter Nights 1 spielen sollte, denn ich habe bis heute nicht die zweite Erweiterung gespielt und ich habe einfach mal so geguckt, was gibt es für Mods, die sozusagen das Interface verbessern könnten oder die KI vielleicht so ein bisschen, Schwierigkeitsgrad, was auch immer, so in der Richtung. Gibt es nicht sehr viele, aber es gibt ein paar. Neben den ganzen neuen Kampagnen, die ja von vielen Fans gemacht wurden, weil einfach die Kartensets zusammengestellt wurden. Und ich habe dann einfach nochmal geguckt, so wie die einzelnen Neverwinter Nights Spiele aufgefasst wurden von den Fans, von Kritikern und so weiter. Und die erste Kampagne von Neverwinter Nights mit der Seuche, die in Neverwinter umhergeht, ich habe keine Ahnung, wie ich hierauf kommen soll, die ist ja anscheinend ziemlich scheiße. Und als ich das nochmal so Revue habe passieren lassen, haben die Leute vollkommen recht. Ich meine, das schaffe ich vielleicht. Ich meine, du bist in der Stadt, sorry, aber das Spiel werde ich jetzt spoilern. Also Neverwinter ist so alt und ich glaube nicht, dass jetzt allzu viele Leute noch darauf, verdammt, Sprung ausgerutscht, noch darauf anspringen sollten. Im ersten Kapitel bist du in der Stadt unterwegs und musst 4 Zutaten sammeln und die Stadt ist eigentlich relativ leer. Gott, wie komme ich hier hoch? Helf mir mal. Im zweiten Kapitel bist du wieder in einem richtig großen Gebiet unterwegs und machst noch eine Fetch-Quest. Und ich glaube, dann kommt vielleicht mal ein Kapitel ohne Fetch-Quest und danach bist du dann... Fast jedes Kapitel ist eine Fetch-Quest. Und das wurde auch so auseinandergerissen von den Leuten, was ich gelesen habe. Und im Nachhinein die rosa-rote Brille so ein bisschen abgesetzt, kann ich es nachvollziehen. Aber wenn man bedenkt, dass das von denselben Leuten von BioWare ist, die jetzt auch hier was noch ein paar Pillars of Eternity? Und jetzt war eine andere Firma, ne, die davor... Black Isle war das ja, glaube ich, ne? Ich komme gerade durcheinander. Ich komme da ran, wenn ich nicht schräg springe. Dann ist diese erste Kampagne ziemlich am Murks. Aber alle sagen, dass die Kampagne von der zweiten Erweiterung, also nicht Schatten von Undern zieht, sondern die Horden des Unterreichs, richtig gut sein soll. Deswegen sage ich mal, ich habe schon überlegt, ob ich das nochmal mache, ob ich nochmal weiter... Ne, ich muss einen anderen Weg finden. Ob ich Neverwinter Nights nochmal auspacke. Aber die Sache ist halt, ich kann es auch nachvollziehen, auch wenn ich die meisten Sachen für mich selbst spiele. Also ich bin jetzt nicht der abogeilste Typ, das sollte jetzt hoffentlich ein bisschen rübergekommen sein, nach der Spielewahl, die ich auch treffe. Keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Dass ich da jetzt nicht davor zurückschrecken würde, Neverwinter Nights zu spielen. Aber ich glaube, das ist so ein Projekt, wo nicht allzu viele Leute drauf anspringen würden. Und ich sag trotzdem, wenn ich Videos mache, dann freut es mich natürlich auch, wenn ihr das euch anguckt, dass ich das mit euch teilen kann. Von daher, wenn sich das niemand anguckt und ich nehme wieder einen LP auf mit mehr als 200 Folgen, das könnte Weichen dauern, glaube ich. Von daher wäre das nicht so wirklich meins. Sehr in der Waage, ob ich das nochmal machen wollen würde. Ich hab keine Ahnung, wie ich darauf kommen soll, Leute. Absolut nicht. Oh. Das Seil kommt tiefer, als ich gedacht hätte. Komme ich da so irgendwie ran? Na, das Ding kommt nicht so weit raus. Vielleicht das da? Nee, auch nicht. Verdammte Hacke! Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme und das stört mich gerade tierisch. Da kann ich nicht ranspringen, das ist zu weit weg.
Und ich glaube auch nicht, dass Sarets Geheimpower Dämonenform mir jetzt hilft. Es sei denn, ich habe spontanes Fliegen gelernt oder so. What the fuck ist hier kaputt? Ich weiß, dass ich da hoch muss. Und ich weiß auch, dass ich mich damals, als ich das selbst gespielt habe, auch tierisch schwer getan habe, hier irgendwo weiterzukommen. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wo ich lang muss. Kann ich hier wirklich nicht rauf? Kann ich auch als Dämonen-Sarit da nicht rauf? Nö, nicht wirklich. Komme ich da nochmal rauf? Auch nicht wirklich. Dämonen-Sarit! Nicht runterrutschen! Flieg und Sieg! Nimmt Dämonen-Sarit keinen Fallschaden? Das muss ich testen. Das wusste ich noch nicht. Ich werde es nochmal probieren, aber ich meine, ich kann keine Seilpfeile in hier eben in vertikale Flächen rein. Ja, doch, ich kann, aber ich kann ich mich ja hochziehen. Nicht viel. Ich versuche mal ein Tickchen weiter hoch zu schießen, wenn mich das Spiel lässt. Die Frage, habe ich das den Pfeil? Ja, da steckt ein Metall nämlich drin, der verkackte Pfeil. Wenn das jetzt das Rätsel Lösung ist. Es sieht so aus, als wäre es hinten in der Tür dran. Na? Ah, dreh dich, Sarah, dreh dich! Also das scheint nicht das Rätsel der Lösung zu sein. Oh, Moment, kann ich mich schwingen? Oder kann ich jetzt hier... Hm. Okay, aber jetzt mit dem Seilfall schaffen wir das. Danke, Mats, das war eine gute Idee. Man kann Pfeile schon in solche Flächen schießen. Ich glaube, hier auch zum Beispiel, aber... Man kann sich halt nicht wirklich hochziehen, weil der Charakter, sobald er zu nah an die Mauer rangeht, nicht mehr wirklich hochkommt. Das hier klappt es natürlich mal wieder. Perfektes Beispiel, nicht? Aber darauf wäre ich jetzt so nicht gekommen. Pff. Es muss einen besseren Weg hier hochgeben, ganz ehrlich. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Finde den Ausgang, wo der kommt. Na gut. Sagen wir es mal so. Ich habe meinen Charakter noch aus dem ersten Neverwinter Nights LP. So ist es nicht. Hier sind Spinnen und eine große Spinnenhöhle. Ich gehe mal in die andere Richtung. Geschweige denn, es wäre nicht mal das Problem, sag ich mal, einen Chart zu erstellen per Editor oder einen vorgefechten Level 15 Chart. Die sind zwar ein bisschen unterpowered, glaube ich, dann, wenn sie in HDU reingehen. Aber man könnte natürlich ein bisschen nachhelfen, um dem LP auf die Sprünge zu helfen. Ich glaube, das ist der richtige. Ja, das ist der richtige Weg. Das ist ein neues Gebiet, Leute. Wir machen jetzt noch da links die Höhle mit den Spinnen, wo ich gerade war. Und dann, wenn ich da den Levelübergang mache, dann machen wir vor den Schluss. Ich finde es lieb, dass ihr sagt, dass ihr Neverwinter Nights gucken würdet. Und ich finde es auch toll, dass wirklich, dass ich mehr Leute ansprechen kann mit den verschiedenen Sachen, die ich mache. Ich kann es nachvollziehen, wenn jemand keine Lust hat, Planescape. Ich trinke einen Schluck. Wenn jemand keine Lust hat, Planescape Torment zu gucken, weil ich das Ding in Dreiviertelstunden-Formaten hochlade, wie jetzt den Stream gerade zum Beispiel, aber dafür sich zum Beispiel gerne Monster Girl Quest antut. Ich bin echt froh, dass Monster Girl Quest so geklappt hat, wie es jetzt läuft. Das wird wahrscheinlich die beste LP-Serie sein, die ich jemals auf diesem Kanal hochlade. Nicht mal Planescape Torment kommt daran und das muss schon was heißen. Nichts von der Spielqualität, sondern einfach vom Unterhaltungswert her. Wird Negoja einen Heiratsantrag machen, wenn ich könnte, für das, was sie mit mir durchsteht? Hat die Spinne rote Augen? Oder ist es nur, weil sie so dunkel ist? Ja, wenn ihr einzeln kommt, dann habe ich nicht so viel Schiss für heute. Das ist kein Problem. Mit dir. Und da kommt die nächste. Nee. Nee, du. So nicht. Ach. Ich will. Ich hab mal. Na, auf warten, bis das Zauber aufgeladen ist. Die Spinne wartet da ganz gemütlich vor sich hin. Die Spinne ist jetzt nicht mehr targetbar anscheinend. Und verbuggt. Ja, die Spinne ist verbuggt. Das hasse ich am allermeisten. Das Ding könnte jetzt jeden Moment runterkommen und mich überraschen, aber nein.
Nur weil ich das Teil jetzt nicht mehr hier so anschießen kann, wie ich mir das vorstelle. Da, da ist er. Da ist die Hitbox. Fall runter. Ich gehe nicht weiter, bis du tot bist. War doch die, ne? Ja. Der Bounce-Fall hat gut getroffen noch am Ende. Psst. Die war weiter weg, als ich dachte. Und da kommen ihre Freunde. Spinne, hinter dir. Dreh dich mal um. Dreh dich mal um, habe ich gesagt. Wenn ich das Spiel jetzt pausieren könnte, ich würde wirklich drüber nachdenken, ob ich eine richtig gute Möglichkeit habe, auf diese ganzen Biester hier einzudreschen. Aber, naja, mir fällt keine ein. Einfrieren bringt nichts. Bezürzen bringt mir noch am meisten, weil ich damit einen Gegner übernehme, ganz kurz. Ach, da ist auch noch eine. Mehr Lebenspunkte gekostet, als ich dachte. Eine Spinne von oben. Okay. Ich bleib bei meinem Control. Kann ich wenigstens öfter benutzen. Ich lese gleich weiter, sobald ich diese Spinnenhölle wieder geschafft habe, Leute. Einen Moment! Please stand by for spider killing moves. Okay, weg mit dir. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht vergiftet, weil ich sofort in Nahkampfreichweite stehe. Keine Headgrab-Jumps hier. Dann ist es so, ach, schon wieder so halbdüster hier die ganze Zeit. Ich sehe die Spinnen nur die Ränder, nur die Kanten, nur den Schatten, nur irgendwas. Stirb. Und du da stirbst jetzt auch verdammt nochmal. Und du da, mein Mind-Control-Vieh. Okay, gut. Ich glaube, das waren sie alle. Na, eine ist da noch, aber... Kann ich dich jetzt wenigstens einfrieren? Ich habe nicht genug Mana. Jetzt verschwenden wir mal ein bisschen Mana, Leute. So. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf die Scheiße hier. Da kommt wieder eine von der Seite. Oh. Meine Fresse! Weg mit dir! Was ist das jetzt? Hasse Spinnen echt nicht ohne Grund. Ja, ich sehe es kommen. Wisst ihr, das Bekloppte an der ganzen Sache ist, wenn ich so über Monster Girl Quest nachdenke, im Endeffekt haben wir jetzt für Teil 1 wenigstens ein Jahr gebraucht und für Teil 2, wenn wir mehr als ein Jahr brauchen. Da Teil 3 blind wird, sag ich mal, und weder ich und Negroja mehr Zeit finden werden für dieses Let's Play, einfach weil es bei mir dann auch irgendwann wieder Richtung Studium geht, sag ich mal, wird wahrscheinlich Teil 3 nochmal ein Stückchen länger brauchen. Also können wir sagen, das Ganze dauert dann so 4,5 Jahre oder sowas, 4,5 bis 5 Jahre, diese drei Spiele zu spielen. Eine verkackte Virtual Novel, die du innerhalb von wie viel Stunden durchspielen könntest, theoretisch. Na gut, Let's Play ist ein bestes Beispiel, davon ist einfach noch vorgelesen. Also da habt ihr wirklich die Playtime in Vorlesen in normaler Geschwindigkeit ja schon vorgelegt. Wenn ich so drüber nachdenke, es ist wirklich fast schon so wie in einem von den üblichen Anime-Serien, RPG-Spielen und so weiter, wo man mit einer Party unterwegs ist. Es ist wirklich genau so wie mit Luca und Alice. Wenn ich drüber nachdenke, wenn das LP vorbei ist von mir und Negroja, wir den dritten Teil durch haben, das wird irgendwie so ein richtiger Abschiedsmoment werden, habe ich das Gefühl. Ich meine... Ich werde sie garantiert nicht nochmal nerven. Ich hab auch kein Spiel mehr in petto, was ich sie fragen können wollte, ob sie weitermacht. Und irgendwann ziehen wir beide im Leben sowieso mal davon. Aber es ist irgendwie wirklich das Gefühl, dann endet eine Reise.
wenn sich die Helden in irgendeiner Anime-Serie ihr Ziel erreicht haben, danach dann alle ihrer Wege gehen. Genau so stelle ich mir das bei mir und Nagoya irgendwie vor, wenn wir an dem Punkt angekommen sind. Da bin ich absolut sentimental, wenn es darum geht. Oh, das wird so schlimm. Und dann haben wir die beste Spielereihe der Welt auf Englisch-Deutsch-Halb-Let's Played. 2034, ich hoffe nicht. So lange werde ich für Final Fantasy schon brauchen und nicht für Monster Girl Quest wahrscheinlich. Ach ja. Na gut. Leute, Ladebildschirm ist durch. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, ob Xana was zu sagen hat, wenn ich ein bisschen weiter vorschreite. Oder einfach mal wieder die Erde anfängt zu beben. Ja, das sieht nach dem nächsten Levelteil aus. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, das hier ist, glaube ich, der Teil des Spiels, der mal in einer Tech-Demo gezeigt wurde, damals, als das Spiel noch in der Entwicklung war und auf sowas wie E3 oder sowas gezeigt wurde, wo man relativ gut die Physikeffekte zum Beispiel des Eiszaubers mal gezeigt hat. Denn ihr seht die Klippe, die hier lang läuft, und ich werde mal versuchen, in der nächsten Stream das Ganze mal wirklich zu zeigen, wenn Orks richtig schön rip, auf die Fresse fliegen oder beziehungsweise in den Abgrund runterstürzen. Aber, Leute, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Für nächste Woche, denn jetzt ist es wirklich schon 22 Uhr. Deswegen würde ich sagen, wie letztes Mal auch, ich mache schon mal Fraps aus. 3, 2, 1, tipp. Gehe rüber auf Mr. und Mrs. Desktop. Mache diesen schönen Bildschirm an für euch. Ich hoffe, es hat euch heute auch wieder Spaß gemacht. Ich lese gleich nochmal kurz durch, was ihr geschrieben habt, falls schon einige gehen wollen. Aber erstmal machen wir Abschied. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, der Follow-Knopf unter dem Video wäre ganz toll. Ansonsten machen wir nächste Woche weiter und ja, schauen mal, was geht, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis nächste Woche. Ciao. Und jetzt kommt gleich noch Musik. Der dritte Teil ist auch noch länger als Monster Girl Quest 2. Ja gut, ich habe Monster Girl Quest, warte mal, ich kann ja die Cam hier auf dem... Verdammt, ich habe in der Szene hier kein Cam-Bild eingebaut. Ah, ihr müsst ohne mein wundervolles Gesicht leben, tut mir leid. Machen wir nebenher ein bisschen leise Musik an, würde ich sagen. Noch ein bisschen Rayman-Soundtrack, wer hat Lust? Muss ich noch kurz gucken, ob ich ein gutes hier... Deep in the Caves, ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja, das ist ein guter Song. Ja, ich denke auch, ich habe Monster Girl Quest 3 noch nichts gespielt von. Und habe, wie heißt das? Ich sag mal, als ich die Thumbnails zusammengeschnitten habe, natürlich auf den Wikis so schon die ersten Bilder davon gesehen, aber ich weiß nicht, was storytechnisch passiert, abgesehen von der offensichtlichen Richtung, die Teil 2 wahrscheinlich einschlagen wird, also die Teil 2 andeutet am Ende, will ja nichts spoilern. Von daher, aber ich weiß absolut nicht, wie es ausgeht, und ich glaube gern, dass es noch länger werden wird. Also können wir also wenigstens auf ein 5-Jahres-LP gehen. Aber creepier kann ich mir auch gut vorstellen. Das Ende von Teil 2 ist schon nicht übel. Wirklich nicht übel. Ja, Indiana Jones habe ich ja zum Glück auch ein paar Sachen gemacht. Ich wünschte wirklich, dass das Fountain of Youth Projekt, was ja immer noch in der Mache ist, schneller Fortschritte gemacht hätte, das wir schon mal hätten let's playen können. Weil das hier mit wie heißt es nochmal, der Stab der Könige und die Legende der Kaisergruft empfinde ich immer noch nicht wirklich als let's play würdige Indie-Teile. Weil es ist... Indiana Jones verbinde ich mehr mit eben mit diesem Rätselaspekt. Wenn ich mal kurz, obwohl, ja, Cam kann ich schon ausmachen. 3, 2, 1, tipp. Okay. Verbinde ich mehr mit diesem Rätselaspekt oder mit dem Mystischen, und ich sag mal, ich kann mich nicht damit einfreunden, dass der Fokus im Kampfsystem auf dem Faustkampf liegt. Selbst im Turm von Babel, da war der Kampf nur so ein extra Element, sag ich mal. Wo du gehst mit der MP einfach in die Kämpfe rein und ballerst alles nieder. Bis auf die Bosskämpfe, die ja auch wirklich taktisches Denken vorausgesetzt haben, sollte da nicht mehr sein.
Aber ja, und deswegen, und bei hier Legendär Kaisergruft, wo sie ein ganzes Faustkampfsystem theoretisch eingebaut haben, ist schon, naja, ich kann ja mal ganz kurz theoretisch die Webcam hier einbauen. Ausschnitt wählen. Machen wir das schon fürs nächste Mal. Ach, verdammt, jetzt ist die Cam nicht richtig. Ach, nee, tut mir leid, Leute. Ich will es auch heute, ich will es auch nicht allzu viel weiter labern, sonst halte ich euch die ganze Zeit nämlich nur auf. Das können wir auch beim nächsten Mal alles weiter besprechen. Vor allem mache ich mir jetzt Sorgen, wenn ich jetzt anfange, hier am Stream rumzudoktern, dass dann wirklich nachher noch was schief geht. Ja, es ist so ein bisschen zwiespältig. Ich habe Legende der Kaisergruft auch gespielt und es ist mir einfach als von den Teilen, die ich gespielt habe, als schlechtestes im Gedächtnis geblieben. Da kann ich nicht so viel draus rausholen wie aus Dingsbums. Fate of Atlantis, sag ich mal. Es ist einfach wesentlich geiler gewesen. Jo. Haut da rein, Leute. Machen wir Schluss für heute. Gutes Nächtle.